Dieses Video befasst sich mit dem Exzerpt. Konkret, worum es sich dabei handelt und wie es angefertigt wird. Zuerst kommen wir zu den beiden Lernzielen, die im Rahmen dieser Veranstaltung durch das Verfassen eines Exzerpts erreicht werden sollen. Erstens soll die Unterscheidung von Zitaten und Paraphrasen erlernt werden und zweitens die Formulierung einer eigenen Position im Verhältnis zur vorhandenen Sekundärliteratur. Doch was ist eigentlich ein Exzerpt? Ein Exzerpt besteht aus insgesamt 5 inhaltlichen Bausteinen. Es fasst den zu exzerpierenden wissenschaftlichen Text zusammen, gibt dessen Argumentation und die wichtigsten Thesen wieder, beinhaltet außerdem eigene Kritik am Text und die eigene Position dazu, sowie die Relevanz des Gelesenen für eigene Projekte. Texte, die sich zum Exzerpieren anbieten, sollten in der Regel thesenhaft gestaltet sein. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Eine These ist eine noch nicht bewiesene Behauptung, die zuerst einmal erklärungsbedürftig bleibt. Daher sind stichhaltige Argumente und passende evidente Textbelege notwendig, um diese These zu stärken. Hierzu ein Beispiel. In seiner Monographie Neue Sachlichkeit 1924 bis 1932 führt Helmut Lehten in Bezug auf die drei 1931 und 1932 erschienenen Romane Kleiner Mann, was nun? Von Hans Fallada, Mehlreisende Frieda Geier von Marie-Louise Fleißer und Fabian von Erich Kästner folgende These an. In allen drei Romanen ist die Wirtschaftskrise in der Gestalt individueller Erfahrungen verarbeitet, die den Anspruch erhebt, ein kollektives Schicksal zu repräsentieren. Dagegen steht der folgende Satz aus dem von Walter Delaber verfassten Beitrag zum Roman Kleiner Mann, was nun?, der einem Handbuch zu dessen Autor Hans Fallada entstammt. Die Handlung des Romans ist in der schnell wachsenden, dabei wirtschaftlich und sozial bedrängten Angestelltenschicht, vor allem des urbanen Zentrums der Weimarer Republik, Berlin, angesiedelt. In einer direkten Gegenüberstellung der beiden Sätze fällt auf, dass der Linke eine Behauptung, das heißt eine These, enthält. Diese bleibt zunächst einmal erklärungsbedürftig und bedarf einer Argumentation und Textbeispielen, um eine gewisse Aussagekraft zu erzielen. Außerdem ist diese Behauptung falsifizierbar, das heißt widerlegbar und somit im literaturwissenschaftlichen Diskurs potenziell strittig. Der rechte Satz hingegen ist eher deskriptiv formuliert. Er präsentiert einen unwiderlegbaren Fakt und liefert Informationen. Somit ist dieser Satz nicht strittig. Nachdem nun geklärt ist, was ein Exzerpt überhaupt ist, kommen wir zu der Frage, wozu es genau dient. Ein Exzerpt wird häufig in der Einarbeitungsphase in ein wissenschaftliches Thema verfasst, um einen ersten Zugang hierzu zu bekommen. Diese Phase der intellektuellen Durchdringung der vorhandenen Forschungsliteratur und das eigentliche Abfassen der wissenschaftlichen Arbeit liegen zeitlich häufig auseinander. Daher ist die Erstellung von Exzerpten und Zitatsammlungen bei und nach der Lektüre der Forschungsliteratur sinnvoll, um die Auseinandersetzung mit dem Thema zu intensivieren und zu systematisieren. Außerdem werden während dieser Erarbeitung bereits erste Textbausteine generiert, die später in die Argumentation der eigenen wissenschaftlichen Arbeit einbezogen werden können. Generell hat das Verfassen eines Exzerpts den Vorteil, dass bereits verschiedene Thesen aus der Forschungslage entnommen werden können, die im Laufe der Einarbeitung in ein Thema für die eigene wissenschaftliche Arbeit strukturiert und gegebenenfalls synthetisiert werden können, um sie anschließend in die Argumentation der eigenen wissenschaftlichen Arbeit einzubinden. Doch wie wird ein Exzerpt eigentlich angefertigt? Für das Basismodul sollte das Exzerpt nicht mehr als 2 Seiten umfassen. Außerdem ist es in einem Fließtext und nicht in Stichworten abzufassen, da nur so ein ausreichendes Maß an sprachlicher Präzision erzielt
und Gedankengänge nachvollzogen werden können. Stichwortauflistungen bieten dagegen häufig nur vage Formulierungen. Beim Verfassen eines Exzerpts sollte folgendermaßen vorgegangen werden. Die wichtigsten Thesen sollten paraphrasierend wiedergegeben und mit besonders eingängigen wörtlichen Zitaten veranschaulicht werden. Außerdem sollten die folgenden drei Leitfragen beantwortet werden. Erstens, worum geht es in dem Text? Zweitens, wie lauten die Fragestellung und die argumentationsleitenden Thesen? Und drittens, wie genau gestaltet sich die Argumentation des Textes? Weiterhin sollte Kritik ins Exzerpt aufgenommen werden. Das heißt, es sollte eine begründete eigene Positionierung mit Bewertung zur Plausibilität der Thesen und Argumentation des Textes enthalten sein. Beim Verfassen eines Exzerpts wird zwischen zwei Herangehensweisen unterschieden. Die erste ist die überprüfende, bei der das Exzerpieren von einer Fragestellung geleitet wird. Demgegenüber steht die explorative Herangehensweise, bei der die Fragestellung erst im Prozess des Exzerpierens und der Sichtung von Forschungsliteratur entwickelt wird. Weiterhin unterscheiden sich die Vorgehensweisen beim Exzerpieren von Primär- und Sekundärliteratur. Bei der Primärliteratur werden Auffälligkeiten und Leseeindrücke kommentiert. Bei der Sekundärliteratur hingegen empfiehlt sich ein zweistufiges Verfahren. Während der ersten Lektüre werden Passagen angestrichen, die wichtig für die Argumentation sind. Diese werden anschließend in eine Textdatei übertragen und Kommentare und Zusammenfassungen eingefügt. Durch diese Tätigkeit des Exzerpierens sollen das Ziel des Textes, wesentliche methodische und theoretische Merkmale, zentrale Daten und Fakten und der Argumentationsbogen herausgearbeitet werden. Dabei ist es wichtig, sorgfältig zu arbeiten. Die Zusammenfassungen sollen verlässlich nutzbar sein, damit man sich beim Verfassen der bevorstehenden Arbeit eine erneute Lektüre ersparen und Textstellen schnell auffindbar machen kann. Weiterhin muss beim Verfassen eines Exzerpts auf Folgendes geachtet werden. Eigene und fremde Gedanken müssen stets klar getrennt werden. Hierfür sind eine korrekte Zitierweise sowie Genauigkeit und Einheitlichkeit bei bibliografischen Angaben unerlässlich. Hierzu gehört zum Beispiel, dass wörtlich und orthografisch genau zitiert wird, Auslassungen durch eckige Klammern gekennzeichnet und Quellenverweise in den Fußnoten genannt werden. Zweitens sollte das Exzerpt einen kohärenten Aufbau und eine klare Strukturierung haben. Drittens sollen hier thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Weiterhin soll die eigene Positionierung und Kritik gegenüber dem Ausgangstext enthalten sein. Fünftens ist eine wissenschaftliche Formulierungskompetenz unerlässlich, damit der Text verständlich ist. Hierzu gehört auch der korrekte Umgang mit fachwissenschaftlicher Terminologie. Zuletzt sollte außerdem auf schriftliche und grammatische Angemessenheit geachtet werden, das heißt auf Rechtschreibung, Interpunktion, Gestaltung und Vollständigkeit. Kommen wir nun zu einigen häufigen Fehlern. Oft werden eigene und fremde Gedanken nicht deutlich voneinander getrennt. Dies ist jedoch ein Plagiat und wird mit einer 5,0, das heißt nicht bestanden, bewertet. In schweren Fällen kann dies zur Exmatrikulation und weiteren straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen führen. Aus diesem Grund sind Literaturangaben unerlässlich. Hierzu ein Tipp. Bei der Wiedergabe fremder Gedanken sollten indirekte Rede verwendet und die AutorInnen sowie der Forschungstext benannt werden. Hierzu zuerst ein Negativbeispiel. Das Motiv des Hungerns spielt in Kafkas Erzählung eine zentrale Rolle. Dagegen, in ihrer 2014 veröffentlichten Monographie
Kulinarische Lektüren legt Tanja Rutke dar, inwiefern das Motiv des Hungerns in Kafkas Erzählung eine zentrale Rolle spielt. In der unteren Aussage werden die Autorin und der Forschungstext benannt und dadurch die eigenen deutlich von den fremden Gedanken differenziert. Zusätzlich müssen die Quellen angegeben werden. Jeder neue Gedanke erfordert eine neue Quellenangabe. Außerdem kommt es häufig vor, dass keine wissenschaftlich angemessene Sprache verwendet wird. Umgangssprachliche Ausdrücke sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Und falls ein umgangssprachlicher Ausdruck verwendet werden muss, sollte dieser durch einfache Anführungsstriche gekennzeichnet werden. Außerdem erfordert eine angemessene wissenschaftliche Sprache die korrekte Verwendung der Fachtermini. Der dritte häufige Fehler ist die Formulierung von unverständlichen und verschachtelten Sätzen. Dies kann dazu führen, dass die Argumentation nicht mehr ersichtlich wird und somit nicht mehr nachvollzogen werden kann. Dadurch werden die Argumente geschwächt. Dies kann durch die Formulierung von kurzen, prägnanten Sätzen vermieden werden. Außerdem empfiehlt es sich, unbeteiligte Dritte den Text auf die Verständlichkeit hin Korrektur lesen zu lassen. Viertens kommt es in Exzerpten häufig zu fehlenden Erläuterungen und mangelndem Belegen der Thesen. Es ist wichtig, dass zu jeder aufgestellten Behauptung ein Beleg angebracht wird, da diese sonst nicht nachvollziehbar und falsifizierbar sind. Wenn eine These angeführt wird, sollte diese im Anschluss begründet und abschließend mit Beispielen belegt werden. Um zu vermeiden, dass das Exzerpt durch fehlende Belege unverständlich wird, empfiehlt es sich daher, kleinschrittig zu argumentieren und die angeführten Argumente logisch aufeinander aufzubauen. Zuletzt sei noch genannt, dass die eigene Position zu den Thesen und die bloße Meinung häufig gleichgesetzt werden. Ein Text sollte stets hinsichtlich der Plausibilität seiner Thesen und Argumente kritisch hinterfragt und daran anschließend eine begründete Stellungnahme zu den Thesen durchgeführt werden, die durch eigene Argumente gestützt wird. Um eine eigene, begründete Position zum Text zu entwickeln, können folgende Bestandteile genauer untersucht werden. Erstens die Fragestellung. Welche Vorannahmen sind in der Fragestellung enthalten? Ist die Fragestellung wertend? Zweitens die Thesen. Welche Vorannahmen macht eine bestimmte These? Wie wird sie begründet? Wird sie stichhaltig am Text belegt? Gibt es Textstellen, die gegen die These sprechen? Und drittens, die Methode. Ist das Vorgehen des der Autorin sinnvoll? Welche theoretische Grundlage wird zur Textanalyse genutzt? Inwiefern kann diese kritisiert werden? Das war ein kurzer Einblick in das Exzerpt. Weitere Informationen können dem bereitgestellten Reader entnommen werden.